Herzlich willkommen zurück zu Half-Life 2. Zuletzt haben wir uns ja entlang der Küste durchgekämpft durch Combine-Horden. Und nun, ja, machen wir damit weiter. Dort haben wir schon eine riesige Brücke. Über die wollen wir natürlich rüber. Und unser Buggy will nicht so recht. Schade, ne? Sind nicht vielleicht doch? Ah, mit Turbo geht alles. Aber ja, hier sieht man schon, das Ding ist zu. Da kommen wir mit unserem Buggy nicht so einfach hin. Also lassen wir ihn hier stehen und eieiei, brechen uns erstmal den C, den großen. Und vielleicht gleich noch ein. Ah, speichere ich aber. Ja, wir müssen jetzt ganz kompliziert diesem wieder mal dem Kabel folgen. Ist ganz dort hinten rüber, unter der Brücke hindurch, um unserem Buggy den Weg frei zu machen. Und jetzt haben wir ja doch noch Leben bekommen. Das ist schön. So. Boah. Tür fällt zu. Affe tot. Und ja, hier geht's ganz schön steil runter. Da will man nicht runterfallen. Jedenfalls nicht aus Versehen. Absichtlich, je nachdem, weiß man ja nicht. Und mit dem Leben schon abgeschlossen hat. Wir jedenfalls nicht. Es lohnt sich nicht, jetzt zu sterben. Wir müssen noch Eli Vance retten. Was wir uns da hier, was wir auf uns nehmen müssen. Oh, Atmosphäre. Man sagt ja immer nicht runterschauen. Aber boah, den Gordon, dem macht das nichts aus. Stimmt's, Gordon? Okay. Sollte aber an und für sich nicht zu schwer sein, hier rüber zu kommen. Und wofür wir die ganzen Raketen bekommen? Naja, weiß natürlich nichts Gutes. Ein Zug fährt über uns hinweg. Oh. So einfach wie Gordon könnte ich das nicht. Definitiv nicht. Upsala. Oh. Geländer, Heilung, die brauchen wir jetzt aber nicht. Oh, schön. Da. Da haben wir auch gleich Combine. Die sind aber kein Problem. Wie wir mit unserer Armbrust gleich einfach mal beweisen. Gut, das war jetzt überflüssig, aber er wollte es auch mal gerne testen. Schmeckt bestimmt nicht ganz so lecker wie die anderen Sachen. Wie Menschenfleisch oder die Headcrabs hier. Oder Granaten. Alles so schmackhafte Dinge. Ich kann mir schon vorstellen, dass die munden. Zumindest wenn man einer dieser Dinger wäre. Übrigens auch interessant, dass man das in, wow, in dem Add-on zu Half-Life 1, Opposing Force, sogar als Waffe bekommt. Ziemlich cool, das Gerät. Oder, naja, was heißt Gerät? Ziemlich cool, das Viech. Man kann sich da dann an Wänden entlanghangeln, Gegner heranziehen und die dann einfach mal verschnabulieren lassen.
Aua! Ja, Widerstand. Ich bin Gordon, der Meister des Widerstandes. Huch. Da. Ich will nicht so recht, wie ihr das wollt. Das könnte... Nein. Okay. Granate. Schön daneben getroffen. Das heißt, nicht getroffen, aber daneben. Mehr daneben. Nicht hoch. Hallo. Dich habe ich nicht bekommen. Aber jetzt. Nicht schön darunter zu fallen. Das will ich definitiv auch nicht. Uah. So, eine Ladung Schrot in den Kopf und dann ist Schicht im Schacht. Und noch mehr Munition. Das ist sehr schön. Ziemlich viel Müll hier. Das hätte man theoretisch gegen unsere Feinde nutzen können, aber gut, jetzt ist es zu spät. Jetzt haben wir es ja, Granate? Nein. Man kann hier nicht durch die Wände schießen. Das ist... das hat hier noch nicht funktioniert. Auch in späteren Half-Life-Spielen glaube ich nicht. Jedenfalls wüsste ich nicht, ob, dass es das getan hat. Und ja, die dachten, die hätten uns hier, ausgetrickst, ne? Nicht mit uns. Das Gravitron ist unser bester Freund in dieser Beziehung. Und, Energie für unseren liebgewonnenen treuen Anzug ist genauso wertvoll. So, dann wollen wir es mal abschalten. Das klingt gar nicht gut. Man hört einen Helikopter. Nein. Ja, da ist er. So, aber der ist kein Problem an sich. Einfach immer schön im Kreis schießen. Dann kann er dem nicht ausweichen. Leider ist jetzt unsere Munition alle gegangen. Das heißt... sprinten! Stirb, bitte! Danke! Schnell weg hier! Was? Noch mehr! Na! So. Ja, komm! Ui! Hier geht alles den Bach runter. Aber... Gesundheit haben wir hier. Das heißt, wir... wow. Wir sollten das überstehen, hoffe ich. Uns wurde die Glasscheiben ganz schön wehgetan. Und schnell rüber. Eieieiei. Hier gibt es keine Heilung. Quatsch, keine Munition. Ja, okay, gibt es Munition, aber nicht die... richtige. Gut. Ja, doch, holen wir uns lieber noch die... Heilung. So, weiter hoch. Genau. Hier haben wir sie. Sehr schön. So, jetzt aber. Na? Wo bist du? Wo bist du? Da. Und da ist er erledigt. Schön, schön. Ja, jetzt müssen wir wieder zurück zu unserem Buggy und können weiter Richtung Nova Prospect. Dem Hochsicherheits-Combine-Gefängnis. Und wir können auch nur hoffen, dass es Alex gut geht, weil sie... macht sich ebenfalls auf dem Weg, oder... Ja, doch. Nee, sie war noch nicht da.
Nee, sie macht sich ebenfalls auf dem Weg, genau wie wir. Allerdings nimmt sie wohl eine völlig andere Route. Das vielleicht auch ein bisschen besser ist. Denn wir haben es nicht gerade leicht. Boah, der Gordon, der trägt hier das einfach mal so drin in den Ladebildschirm. Das ist ja kein Problem. Gut. Tür auf. Und Zombies entdecken. Begrüßung. Oh. Hat den Zombie wenig interessiert. Also bei den Antlions kann man, Ameisenlöwen, kann man halt immer noch mit dem Gravitron, naja, was sollte sich jetzt auch ändern, einfach so, die kann man ja mit dem Gravitron, umstoßen, so werden sie ja erstmal wehrlos. Und so kriegen wir erstmal freie Luft ein bisschen. Das funktioniert leider auch nicht mit dem Combine. Wäre ja auch zu schön gewesen. Huhuhu. Verlust. Nicht gut. So, hier haben wir. Ah. Oh, er brennt. Ah, okay. Das hat sich einfach mal selbst entzündet. Auch nicht schlecht. Gut, dann würde ich mal sagen, haben wir das hier auch überlebt und können nun endlich weiter. Hoffen wir, dass wir das Ganze hier gut überstehen. Ich meine, so sauer wie die Combine und gerade auf uns sein müssen. Ne, ich weiß ja nicht. So, holen wir uns noch. Naja, sind ja voll. Gut. Also dann, los geht's. Was? Einzug, 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 Einzug. Und. Oieieieiei. Das. Also, das war knapp. Ziemlich. Wenig. Uah. Nicht runterfallen. Denn sobald der Buggy runterfällt, gilt das für Gordon als Verschwendung von missionswichtiger Huch Bedeutung. Was war das denn? Von missionswichtigen Dingen oder Ressourcen, irgendwie sowas. Ich will es jetzt auch nicht ausprobieren bzw. zeigen. Dann müsste ich nämlich neu laden und noch einmal haarscharf dem Zug ausweichen. Gar nicht mal so leicht. Oh, nicht so schnell. So, hinein in die Tiefen von einem Tunnel auf der Küste. Sandlöcher. Okay. Das klingt nicht gerade einladend. Was kriecht denn aus den Löchern? Okay, das sieht unschön aus. Überall Tote. Okay, schauen wir uns erstmal ein bisschen um. Vielleicht liegt hier ja irgendwas für uns. Ja. Eieiei. Der Arme hat's hinter sich. Was vielleicht gar nicht so schlecht ist in dieser Hölle. Und auch hier hausen wieder die Headcrabs. Alles schuldig. Hi. Na? Na du? Was willst du denn? Ah, ich verstehe. Warte, ich mache die Tür auf. So. Jetzt kannst du reinkommen. Na? Hi. So. Den Präsent will ich dir nicht vorenthalten. Und
Und hier natürlich auch nicht. Und ich habe schon... Na, den Fast-Zombie habe ich nicht erwischt. Okay. Ah, lass mich. Danke. Ah, und ein weiterer. Nein, 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 nein. Bitte lass mich. Danke. Und das stirbt auch er. Na? Und du willst es auch, das ist mir klar. Ich will euch euren Wunsch erfüllen. Die Gauss, die Taukanone hat einigen Wumms hinter. Also, die ist nicht gerade schwach. Sollte man auch erwarten von solch einer Waffe. Denn in Black Mesa hat es einem Wachmann förmlich die Schuhe ausgezogen. Naja, wer den Mod gespielt hat, der... und auch durchgespielt hat, der weiß vermutlich, wovon ich rede. Huch. Auto. Please. Keine Zeit dafür. Wir müssen weiter. Oh, Tageslicht. Ach, irgendwie auch ein befreiendes Gefühl, aus einem finsteren Tunnel zu kommen und dann Sonne, Wasser. Wasser ist immer schön. Wasser ist toll. Und, ja, naja, grün. Ne, Bäume sind das jetzt nicht mehr. Aua. Bisschen grünes Gras. Das ist auch schön. Wobei der... Huch. Der Himmel ist ziemlich bewölkt. Es gibt keine Sonne. Na gut. Da haben wir ein weiteres Haus. Oh, und... ein paar weitere Gäste in Form von Combine. Was haben die denn hier gemacht? Oh, die scheinen hier die Leute verbrannt zu haben. Oh. Das ist ganz schön krass. Und dort ein paar Grabsteine. Hier steht natürlich nicht zufällig, wer drauf gegangen ist. Ja, das klingt so nett. Wer hier begraben wurde. Da haben wir noch ein Schiff, aber sieht nicht so aus, als würde da irgendwas drauf liegen. Oh, ich würde jetzt so gern mal da rein. Aber da kann man leider nicht rein. Ist nur halt Deko. Gut. Haus. Schauen wir uns doch gleich mal an. Nachdem wir ihre Vorräte geklaut haben. Ja. Denn, wir sind groß... Oh, boah. Also das Gravitron hat einen ordentlichen Wumms. Das Ding ist ziemlich stark. Fast schon ein bisschen zu stark. Okay. Oh, natürlich. Gut. Führt keinen Weg durch den Vordereingang. Ist es der Hintereingang, der offen steht? Boah. Kann man ja auch so machen. Gut. Dann schauen wir uns mal weiter herum. Okay. Die Küche. Was haben wir denn hier? Bierflaschen, okay. Nein! China-Pfanne! Ah. Oh, ich hätte jetzt... Huch. Ich hätte jetzt so gern... so ein paar gebratene Nudeln, das wäre doch was. Wasser können wir uns... Huch. Können wir uns nicht kochen? Nee, gut. Dann weg damit. Was haben wir hier noch? Dosen. Leo-Dose, okay. Genau so. Und Milch. Ja, Milch ist natürlich, ne? So, gehört in den Kühlschrank. Kühle Milch ist immer besonders lecker. Ja, willst du kaputt gehen? Danke. Und es ist trotzdem abgeschlossen, na gut. Hm, komisch. Warum schließt man denn, wenn man nicht zu Hause ist, seine Wohnung ab? Das ist ja völlig, inakzeptabel. Hui. Hui.
Geht raus! Gehört hier nicht hin. Warum zerspringt hier alles? Huch. Und tschüss. Okay, wir sollten jetzt sicher sein. Gut, gut, gut. Oh. Da kommst du her. Huch. Falsche Taste. Guck hoch da. Du bist doof. Dich mag niemand. Das sagte ich, dich mag niemand. Tschüss. Pum. Okay. Dann wollen... Oh. Da ist doch noch die Sonne. Ah, ich mag diesen Effekt. Also der dem menschlichen Auge schön realistisch nachempfunden ist. Dass man, wenn man in die Sonne guckt, schön geblendet wird. Und sich dann, wenn man der Sonne abwendet, ne, es wieder langsam hell wird. Das ist realistischer als diese ganzen ultra hellen Lensflare-Dinger, die da im Gesicht rumschwirren. Wie bei Battlefield oder so. Was bei weitem natürlich nicht schlecht aussieht, aber es wirkt nicht realistisch, denn nicht jeder Soldat hat ein Visier vor dem Kopf, also vor den Augen. Aber naja, gut, das ist ja nur eine Kleinigkeit, da muss man sich nicht aufregen. Okay. Das hat eine krasse Flugbahn. Aber den haben wir erledigt. Und dich haben wir auch, sehr schön. Das speichern wir uns doch sofort. Und eine Straßensperre. Oh nein. Na gut. Okay. Und tschüss. Nein, eine Pylone wollte ich nicht. Sondern dich. Genau dich. Und tschüss. Speichern. Und umgehen wir dann einfach mal die Straßensperre. So. Ah, noch mehr Combine. Wir wollen das natürlich nicht gehen lassen. Na. Uah! Granate. Eieiei. Okay, auf Fernkampf ist das wohl nicht so gut. Hier, kannst du wieder haben. Pam. Es hat nicht getroffen. Schade. Ne? Wird's denn noch so ein Teil? Oh, das muss auch wehtun. Aber gut. Die Combine wollen uns ja auch durchlöchern mit Kugeln. Also, hier ist noch irgendjemand. Huch. Können wir wieder Weihnachtsmann durch den Schornstein kommen? Das wäre ja irgendwie witzig. So. Na, kann man da reinspringen? Ja, wow. Das ist... Also ich frage mich echt, wie der Weihnachtsmann da durchkommen soll, ne Kinder? Jetzt fragt euch mal, wie er da durchkommen soll. Ja, genau. Er geht nämlich durch die Vordertür. Das ist sein Geheimnis. Ah. Da hat uns wohl nicht gemerkt. Bemerkt, ja. Gut, soll uns recht sein. Ein paar Eimer mit irgendeinem Schrotz drin. Keine Ahnung. Huch. Und ja, dann bleibt nur noch ein Häuschen. Das haben wir hier. Sehr schön. Hm. Ich glaube, das kann man noch fahren, oder? Oder, oder, oder? Oder, 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 oder? Nein, das, nee, ich glaube nicht. Ups. So. Na, dann düsen wir mal weiter.
wie wir ja bei Captain Odessa gehört haben, werden wir jetzt langsam, aber sicher auf einen Leuchtturm treffen. Das sollte da jetzt sein. Demnächst. Ah ne, noch ein bisschen weiter. Ups. Achso, man kann ja auch... Stimmt ja, man kann ja auch aufladen. So wie damals. Mensch, wenn man aus Versehen die rechte Taste einmal drückt, dann findet man die tollsten Sachen heraus und... ich häng fest. Die kommen, mein Kommen. Nein, das ist... na komm. Magie. Nein, nicht runterfallen. Das wäre sehr nett. So. Okay. Noch einmal aufladen. Aha. Nein, geh weg, geh weg, geh weg. Na. So, du kommst her. Und du willst nicht? Gut. Ich will dich nicht dazu zwingen. Ich will dich töten. Zack. Und dich auch noch. Na. Okay. So, mit dem... Huch. Entschuldigung. Mit dem Aufladen komme ich noch... Ja. Komme ich noch nicht so gut klar, aber... Es, ja, wobei, es geht. So, erledigt. Haben wir die auch erledigt. Und wir kommen eigentlich ganz gut gegen die Combine hier an. Also, Schwierigkeiten hatte ich bis jetzt noch keine sonderlichen. Größte Problem sind meistens einfach nur meine vielen Knochenbrüche, die ich durch, ach ich weiß nicht, durch Runterfallen vielleicht hervorrufen könnte. Naja, nee. Das kann ja der Gordon ab. Willst du mir damit irgendwas sagen? Ja, Filler. Dass da ein Buch zwischen muss. Definitiv. Nein, um unseren Fortschritt mit dem Buggy ebenfalls zu gewährleisten, müssen wir drei dieser Batterien hier platzieren, die hier versteckt sind. Mehr oder weniger jedenfalls. Und ja, mehr müssen wir aber auch nicht tun. Haben wir denn da irgendwas? Das sieht irgendwie so verdächtig danach aus. Ne? Ja. Ah! Da kann man also auch eine Autobatterie herbekommen. Das finde ich gut. So. Und jetzt. Sehr schön. Denn. Man kann auch hier eine Autobatterie herbekommen. Ja, aus dem Auto. Das macht natürlich durchaus mehr Sinn als das da oben. Gut. Aber gibt es dann noch irgendwas? Das will ich gerade mal herausfinden. Na? Jetzt hätte ich mal... So. Na, fast. Komm. Na, noch ein bisschen. Die Kiste wird das richten. Naja, gut. Es wird zu leicht. Ja. Entschuldigung, aber das möchte ich jetzt... Huch, nein. Komm zurück. Ist ja schon fast unten. Dauert ja nicht mehr lange. Komm zurück. Ja. Und es hat genau gar nichts gebracht. Ich bin... entzückt. Na gut. Dann lassen wir das mal, ein Windrad sein. Und machen uns mit unserem Buggy auf den Weg. Ja, so wie immer. Hat sich nichts von unserem Plan, an unserem Plan geändert. Lalalalalala. La 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 da.
So. Ja. Das Laden war ja schon beendet, aber... schön. Da haben wir auch schon den Leuchtturm, den erwähnten. Und dort sind überall nette Gesellen. Die wollen wir doch sogleich begrüßen. Hallo, ich bin der Gordon. Hi. Sie suchen das Auto. Okay. In die Garage mit dem Wagen. Okay, ich kann packen, ich kann einpacken, ich bin gut. Ich glaube, ich habe das ein bisschen gebackt. Da kommen Landungsschiffe. Naja, gut. Was soll's. Hauptsache, das hier funktioniert. Ja, diese Landungsschiffe kann man jetzt theoretisch langweilig gestalten oder interessant. Ich präferiere ja, das interessanter zu lassen, weil man könnte sich theoretisch davor stellen und die rausspringenden Combine einfach mit der Schrotflinte umholzen, aber das wäre irgendwie zu langweilig. Nee, ich mach das lieber auf die richtige Methode, auf die kämpferische. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Ja. Gut. So. Na, dich haben wir nicht erwischt. Okay. Das wird wohl nix. Treffer. Und in den Untertiteln steht erwischt. Das ist irgendwie falsch. Lander kommen über die Straße. Aha. Lander. Giss drauf. So. So. Oh, Musik haben wir auch noch. Hab ich gar nicht gehört. Dazu fällt mir jetzt nur ein... Kurz, Entschuldigung. Die Musik ist so leise, deswegen... Ja. Nee. Geh weg, danke. So. Granate! Bisse! Ja, doch. Warum nicht? Ah, nein. Mit dem Magnum haben wir leider nichts mehr. Na komm, jetzt flankieren wir sie. Haha. Und Grandios daneben. Das ist ja schön. Irgendwie. Das ist ja schon fast gut gewesen. Oh nein. Wer hätte das gedacht? Sie lassen uns nicht so einfach davonkommen. Was wollt ihr denn alle von mir? Geht weg! Ja, ganz genau, das passiert dann. Steht doch nicht alle da im Weg, Mensch! Eieiei! Wow. Bitte, lasst mich in Ruhe. Ich möchte nur gerne... Nein. Oh, sehr gut. Das hat ihn voll erwischt. So, hier ist noch mehr. Er ruft Verstärkung heran, aber sie ist zu spät. Dort ist noch ein Landungsschiff. Können wir eigentlich? Ich weiß gar nicht. Gesellschaft! Und. Ah, schade. Hat leider nicht geklappt. Aber er raucht schon, das ist ja schon mal was. Aber für mehr reicht es wohl nicht aus. Den haben wir erwischt. Den haben wir nicht erwischt. Die Waffe ist wohl besser für den Fernkampf geeignet. Einiges genauer. Oh! Nein! Auch noch so einer. Stirb! Bitte! So, und jetzt schnell hier hoch, denn wir haben keine Munition für unseren Raketenwerfer. Die finden wir allerdings hier oben. Zusammen mit noch ein bisschen anderer Munition. Ah, sehr gut.
So. Okay. Auf. Und... Pam. Na? Nein. Er hat die Kugel abgewehrt. Das gibt es doch nicht. Pam. Holen wir uns neue Munition. Autsch. Von hinten. Na gut. Okay. Okay. Das läuft schon mal gut. Na. Huch. Nein, 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 nein. Eieiei. Aha. Ich kriege ich. Nisse. Nein. Nein. Das ist... Das kannst du doch nicht machen. Also, echt. Na. Jetzt sehen das aber auch echt... Panner. Oh, ich dachte jetzt schon... Aha. Hier ist ein... Okay. Gut. So, wir haben gesiegt. Oh. Dr. Freeman. Gehen wir über die Klippen, bevor noch ein Hubschrauber kommt. Okay. Ich folge. Medikit, Medikit. Und noch einmal speichern. Tja, damit haben wir auch das erfolgreich überstanden, den Leuchtturm gerettet. Und nun helfen sie uns. Na, das ist doch ein schöner Austausch. Dort entlang, ja? Und vorsichtig. Okay. Durch die Wand. Natürlich ein Geheimgang. Huch. Okay. Also dann. Viel Glück. Und wir, Uiuiuiuiui. Wir wagen uns mal hier rüber. Sprung. Ah. Oh oh. Das heißt, unsere Freunde haben Probleme. Nein! Unser Buggy! Sie haben unseren Buggy mitgenommen. Okay. Wollen Sie etwa die Taukanone da dran untersuchen? Naja, es ist zumindest eine Waffe, von der sie keine Ahnung haben, glaube ich. Das nutzen sie ja nicht. Nun gut. Dunkel ist's hier. Ampir. Umfir. Ja. Hinein in einen weiteren Ladebildschirm. So, wir sind nun wieder auf uns allein gestellt. Du da! Nicht weiter! Bleibt auf dem Fels! Geh nicht auf den Sand! Die Löwen drehen davon durch! Laszlo, keine Bewegung! Nein! Hilfe! Oh, oh. Nicht gut. Das hast du jetzt schon mehrmals erwähnt und das habe ich jetzt auch gesehen. Ja, ich brauche jetzt nicht nochmal wiederholen, was er sagt, aber wenn wir hier wirklich durchkommen, ohne dass wir einmal auf den Sand treten, erhält man einen äußerst schwer zu bekommenen oder beziehungsweise äußerst mühselig zu bekommenen Erfolg. Aber
mir ist jetzt nicht danach, den Erfolg zu bekommen, sondern ich werde jetzt ein Stück weit hier ein bisschen rumspringen, so dass es noch ohne Ameisenlöwen vonstatten geht, aber ich werde das jetzt nicht die ganze Zeit machen, weil es sonst, glaube ich, zu öde ist. So. So. Ja, denn solche Szenen kommen hier immer, wo man solche Sachen vor einen stapeln muss und, ach, naja, muss jetzt nicht sein. Heieiei. Ich möchte jetzt erstmal nur ein bisschen Ruhe haben für eine kurze Zeit. Aber gut. Ja, ja, ich wollte schon widersprechen. Ich, ich speichere viel zu häufig und habe auch immer das Bedürfnis, jeden erdenklichen Schuss, den ich abgebe, sofort wieder nachzuladen. Okay. Eigentlich war ich da gerade auf dem Sand. Aber gut. Die sind recht großzügig, wie mir scheint. Ich glaube, da hinten müsste doch was sein, oder? Jetzt bin ich verwirrt. Ja, das ist auch so eine Eigenart. Ich neige zu... Naja, mich zu verlaufen oder zu vergessen, wo ich herkam. Egal, gut. Lassen wir das. Ehe ich noch mehr Zeit verplempere. Jups. Nein! Nein! Hi Jungs, das wollte ich gar nicht. Okay. Ich sehe schon. Die sind zum Glück gerade strunzblöd. Und schlagen den armen Baumstamm. Naja. Das am Brett. So, um dort hochzukommen, ist mal wieder ein recht simples, aber doch mal etwas anderes. Was heißt etwas anderes? Das gab es ja schon mal. Naja. Es gibt halt mal wieder so ein kleines, Wippenrätsel. Mehr nicht. Nicht mehr und auch nicht weniger. Ist ja nicht falsch, mal sowas, wieder reinzupacken. So, jetzt können wir... Jetzt können wir... So, jetzt können wir hier rüber und haben wieder Ruhe. Allerdings möchte ich doch zu gerne da hinten nachschauen, was es denn hier so Tolles, Feines gibt. Zum Beispiel ein Fahrrad. Ah, fehlen allerdings die Reifen. Also, die Reifen sind vorne, aber die Gummibeschichtung halt nicht. Und ja, hat sich doch gelohnt. Wir haben wieder Schuss für unsere... für unseren Revolver. Revolver. So, was wollen wir denn noch ausrüsten? Soll ich jetzt einfach durchrennen? Ich weiß ja nicht. Ah, gut. Huch. Okay. Da hat es gewackelt und nichts ist passiert. Das sieht auch ein bisschen merkwürdig aus, aber gut. Da hinten gibt es begehrte Sachen. Die Reichweite vom Gravitron ist schon ziemlich hoch. Okay, aber da stößt es an seine Grenzen. Oh, aber sehr gut zu gebrauchende Munition für die Schrotflinte. Ach, das sieht aber schon cool aus. Stellen wir uns nochmal irgendwo hier. Ne, hoch. Danke. Okay. Ja. Aber das sieht irgendwie schon recht cool aus. Und mit diesem wunderschönen Blick beende ich dann mal die Folge. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.